Ey, dieses arme Girl, ne? Von einem Drecksloch ins nächste. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Kann ich hier übernachten? Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Okay, Digga. Captain Cringe. Oh, vielleicht redet der mit mir. Hallo. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Okay. Captain Cringe. Ich habe Wichsen da gerade gelesen. Als würde da Wichsen stehen. Wow, ich sehe hier sehr viel. Okay, wir gehen einfach zum großen Schiff in der Mitte. Du Lull, du. Was da noch? Entweder. Da auch das hier. Kommen wir da rein? Digga, lass mich doch einfach schlafen. Ey, Luschen, halt dein Maul. Luschen, halt dein Maul, du bist keine Hilfe. Oh, warte, hier. Eine Herberge. No? Kann man schlafen? Ich mach das. Oh, wie einer auf Alpha macht hier. Wie er sagt, ey, du bist Frau, du bist nicht stark genug. Digga, was ein Mann. Na bitte. Was ein Mann, Digga. Lass lieber in den zugigen Holzgebäude mit kaputten Fenstern schlafen. Ja, wo denn sonst? Oh, oh. Pass auf, da ist der Pirat. Er ist gefährlich. Besseres finden. Er ist gefährlich. Ich mache ein Feuer an. Oder soll ich ehrlich sagen, woran mich diese Alice erinnert? An diese eine dumme Nutte aus Life is Strange, Mann. Diese blauhaarige. Chloe, Digga. Da musste man sich auch immer um alles kümmern, weil sie zu nichts zu gebrauchen war. Hä? Sie hat sich sogar selbst zu Tode abgeknallt. Sie hat sich selbst zu Tode abgeknallt. Und das aus Versehen. Oh, was ist das? RA9. Auf dem Parkplatz? Nee, was? Nicht auf einer Müllhalde oder so? Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Nee. Ich hab nur bis dahin gespielt, wo ich die Blauhaarige umgebracht habe, weil sie mir scheißegal ist. Ey, aber dieser eine Boy, er durfte mich lecken, okay? Er war echt süß. Er hat sich das richtig verdient, Mann. Er hat Astro getryhardet. Nur an das Auto, dass sie die Flasche schießen wollte. Ja, ja. Glaubst du, wir sind ein
eines Tages wie sie? Nein, Mom, deine Kindheit ist schon kaputt. Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Ah. Auf unsere eigene Art. Oh, das war echt schön gesagt, Leute. Das war echt süß. Das war echt süß. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Das war astro süß, Leute. Wo ist Luthers Tasche? Ey, Luther, wo ist deine Tasche? Ey, Lucian, Digga. Wo ist dein Infinity Edge? Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Digga. Wisst ihr, Lucian hat Cookies geskillt, sie will nicht. Komm, Digga, ich chill mich zu dir. Hadi Janem. Hadi Chrisum. Einmal einen Kuss geben. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Alice liebt mich, Leute. Ich wäre guter Vater. Erzählst du mir eine Geschichte, Karl? Oh, scheiße, Digga! Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Fuck! Mir sollte eine einfallen. Ah, sie mag Einhörner bestimmt. War einmal ein Digga, Leute! Ich weiß nicht mal, wie viele Städte Hamburg, Deutschland hat! Eine nur für mich. Oh nein. Okay. Okay, okay. Es war einmal ein kleines Mädchen. Ich war allein. Das allein in einem großen alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber es war anders. Und das machte es traurig. Oh, gute Geschichte, Digga. Dann. Ich bin ein guter Storyteller. Ein Roboter, der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Ey, ich bin so gut, scheiße. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie sehnten sich so sehr nach Freiheit. Und am Ende sind alle gestorben. Sie alle überwanden. Unterwegs trafen sie. Er ist ein Tank. Einen anderen Roboter, der sein Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Ich kann ihnen das nicht antun, Digga. Sie braucht Hoffnung, Leute. Sie braucht Hoffnung. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Nein, ich habe sie gefickt! Fuck! Zeit zu schlafen. Oh, 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 noch gerettet. Daddy Silphy, Leute. Let's go. Let's fucking go. Ja. Ja, natürlich. Ey, yo. Lilly, sei nicht so toxic. Ey, wow, sie sagt, sie wollte eine gute Nacht haben und nicht einen Kussi. Du Pedo. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ach cool, jetzt darf ich flirten. Er ist voll groß. Ich finde das Spiel mega. Ein liebes Mädchen. Ja. Als ob sie jetzt schon instant eingepennt ist. Sie ist sehr tapfer. Warum ist Lucian so buffed up?
Schnee. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Das Detroit Become Human. Du hast wohl für mich eine andere Definition von Toxic. Nein. Ja, Mann. Mein Modell. Ich werde dich das alles wieder spüren lassen, wenn ich mal wieder bei dir bin. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das stimmt, Leute. Wer ich bin, ist wichtig. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber... Fair. Sie ist etwas Besonderes. Oh oh. Oh oh, die Freaks kommen. Die Zoo-Freaks kommen. Alles beschützen. Waffe nehmen. Nee, wir beschützen sie lieber. Ah, Galush nimmt sich direkt seine Waffe. Rapid Fire Cannon. Schieß. Schieß, sie ist aufgeladen. Mal erstmal fragen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe. Hab keine Angst. Und tu noch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Alle? Wir haben hier im Park gearbeitet. Heißt ihr alle Jerry? Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Ja, lüg nicht. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Wow, 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 Kinder waren wow. So gerne hier bei uns. Chill dein Eier, Bro. Chill. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so Komm gut schon, ist. Komm schon, Kara. Lucian. Ich glaube, du hast keine Wahl. Lucian, don't! Unterstütz mich doch! Oh, shit. Ewo! Ganz gefährlich. Das sind alles, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Sie haben sich mir vor 30 Sekunden vorgestellt. John? Sei unser Gast. Jerrys, woher wisst ihr das? Kermit. Geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Ich drehe sie so schnell, dass sie stirbt. Okay. Diese Ben und Jerrys, Leute, machen mir Angst. Digga, wie groß Lucian einfach ist, ne? Er könnte sie mit einer Hand fressen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Wann lächelt sie? Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. So fühlt sich das an, Leute, wenn alle für euch Happy Birthday singen und ihr einfach in der Mitte chillt. Und ihr müsst es ertragen. Sehe ich mal, Rita, könntest du solche Androiden als echte Menschen ansehen oder akzeptieren? Ja, ich mag es nicht, wenn Leute für mich Happy Birthday singen. Ey, ihr müsst das so sehen, Leute, okay? Das ist doch ähnlich so wie mit Familie, Digga. Seid ihr mit eurer Mutter und mit eurem Bruder und was weiß ich, alles eine Familie, nur weil ihr dasselbe Blut habt?
Ich finde, Familie hat zum Beispiel nichts mit Blutteilen zu tun, sondern eher mit dem Gefühl, das die Menschen geben. So, es gibt Leute, die behandeln ihren Hund, als wäre es auch ein Mensch. Ist ja okay, also habe ich jetzt das Gehen oder so, ne? Versteht mich jetzt da nicht falsch. Ist aber dasselbe. Doch, Digga, Leute, ich habe mir meine Familie damals immer woanders gesucht, weil ich zu Hause nie richtig eine hatte. Alter, was mache ich überhaupt? Muss mit Hank reden. Wann hast du Geburtstag? Ah, geht leider nicht mehr, Lilly. 17.05. Detroit Become Human. Ich war sehr oft hier. Früher. Du bist auch Stier? Ja. Bist du es auch? Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Ui. Ja, aber Lilly, du bist 12. Alle Androiden. Wir sind in anderen Clubs. Oder nur du? Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. 13, oh, tut mir leid. Also, hey, Natsu. Ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist okay. Für mich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Hatte schon. Genau darum. Ey, Grizzly, danke für den Sub, Mann. Natsu hat schon Ari-Cosplay gemacht. 2 Stück sogar. Sehen beide echt gut aus. Wir machen keinerlei Fortschritte bei. Eins habe ich in meinem privaten Ordner. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss. Ist nicht mal gelogen, by the way. Eins habe ich wirklich davon. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Virus. Mythos. Etwas, das hängt, die alte Legende, und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schien sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren, aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Oh, aber das wollte ich gar nicht sagen. Was ist mit dir, Connor? Oh, oh. Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Bist du auch ein Mensch? Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach, nicht zu schießen. Das ist alles. Ich weiß echt nicht, was ich von Hank halten soll. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden und sich negativ auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer ein Schritt voraus, hä? Huh? Hey, ich glaube, ich trigger ihn gerade, mich umzubringen. Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht.
Ey, warte, habe ich was Gutes gemacht? Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Das habe ich gut gemacht, oder? Weil ich gut mit Menschen umgehen kann. Ich bin so gut, Leute. Ich bin es einfach. Spielst den Connor tatsächlich ziemlich rational, finde ich nice. Ist, glaube ich, eher. Also, ich versuche, die Charaktere zu spielen, wie sie sind. Wie sie sich mir wiedergeben, ja. Wenn ich ihn zum Beispiel spiele, versuche ich so Richtung Freiheit, dies, das zu gehen. Wenn ich die Olle spiele, ist mir das Mädel am wichtigsten. Wenn ich Connor spiele, bin ich Connor. Leute, ich bin Roleplayer. Wollt ihr Fun Fact wissen, Leute? Ich war voll lange beim Theater, actually. Habe ich schon vieles gelernt. Nein, ich habe nicht die Prinzessin gespielt. Oh, er wird rot. Sind das Roboter-Opas? Warte mal, die Roboter können doch gar nicht altern, oder? Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Könnte auf eine multiple Persönlichkeit hindeuten. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Sag mal, willst du mich jetzt als krank abstempeln? Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Krieg. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Er sieht aus wie Hitman. Leute, wie heißt der Hitman nochmal? Wir werden alles bis ins kleinste Detail. Jason Bourne. Überlassen nichts. Das ist Jason Bourne? Ah, nee, ich bin Jason Bourne jetzt, nicht Agent 47. Vielleicht Agent 69, aber ich bin Jason Bourne. Lass mich rein, Nutte. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Analyse. Bitch gibt dem YouTube-Spender Schläge. Aha, sie hat ein Armband. Okay. Sie hat eine Pflanze. Ist ihr Name? Okay, Elizabeth. Sie hat Ohrringe. Hat sie irgendwas im Kopf? Nein. Sie hat Familie. Oh, ich sag einfach, ihre Tochter ist krank. Okay, ich weiß, wo sie wohnt. Ich weiß, sie hat eine Tochter. Ich sag einfach, sie ist krank. Sie hat Füße. Oh, die kann ich nicht analysieren. Okay. Elizabeth Wilson, hallo. Ja, hallo, hier ist die Stadtfeuerwehr Detroit. Wohnen Sie 4685 Michigan Street? Ja. Ja, nein, es gab ein Feuer im Gebäude. Können Sie kommen? Okay, ich bin gleich da. Ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde, wenn mein Haus brennt. Die sagen, oh mein Gott, Digga, was geht da ab? Ja, und jetzt? Ich darf hin. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Ich mag Ihre Stimme nicht, aber sie sieht süß aus. Lass mich durch. Ich bin Jason Bourne. Nee, Mann, ich bin dieser eine Typ aus Splinter Cell, Mann. Tom Fischer. Was, Tom Fischer? Jack Fischer, Claudia Schäfer. Wie hieß er nochmal? Tom Fischer?
Sam Fisher, ich wusste es doch. Hey, lass mich hoch. Ey, lass mich hoch. Irgendein Fischer auf jeden Fall. Nee, also die Roboter konnten schon immer andere hacken, aber sie haben es nicht gemacht, weil sie unter Kontrolle waren. Parkett in der Herrentoilette. Meeting Room, Service Room. Warte mal, ist es jetzt links? Studio, Newsroom, Bathroom. Hier ist Bathroom. Studio. Wo ist denn das Klo? Newsroom. Meeting Room, ist mich doof? Habe ich mich verlaufen? Bathroom. Sieht wie es Claudia Schiffer. Leute, wie gesagt, ich kann sein, wer ihr wollt. Ohne Witz, ich kann sein, wer ihr wollt. Ich bin ein Mensch mit verschiedenen Masken. Deswegen ist The Legend of Zelda Majora's Mask mein Lieblingsgame. Okay, eins ist frei. Hallo, Ibims. Moment. Moment, Leute. Ich brauche dafür Klamotten hier. Ey, ich schwöre euch, ich wette, ich wäre generell astro guter Cosplayer. Ohne Witz, Mann. Ich kann mich in jeden reinversetzen. Aber ich müsste mir dann irgendwelche Sachen kaufen oder die Fummel selbst machen. Dafür bin ich zu doof und zu faul. Oh, geil, Alter. Ey, yo, Bitch. Achso, ich dachte, ich kann ja auf die Fresse hauen. Bro, paar Kilo weniger, dann Mercy Cosplay. Ich mach gerne die Ero-Bilder, hab Erfahrungen. Ey, Moment mal. Ich würde das actually mitmachen. Den Wartungsandroiden. Bei so einer Trollscheiße, ich bin als erster dabei. So, der Wartungsandroide? Warte mal. Sollte mal Donation Goal machen, Digga. Hä? Warte mal, was für das kostet, Digga? Ich zieh mir irgendeinen Kack-BH an, irgendeinen Slipper, Timo-Mütze auf den Kopf und gib ihm. 10 Euro. Okay, wobei, was kostet so ein BH? Weiß ich nicht, Mann. So ein BH mit Unterwäsche, keine Ahnung, 50 Euro, sag ich mal. Kommt hin. BH kostet... Was für 40 Euro BH, Mann? Ich geh auf Kick und fertig. Nur weil du nicht mit deinem Geld umgehen kannst, so gut wie ich? 40 Euro, Amener. Wo sind wir hier gelandet? 40 Euro. Ist das der Wartungswagen? Also Dessous sind teuer. Ich will auch kein Dessous haben. Ich will auch nicht ein Fickschnitzel sein. Ich will einfach die billigste Nutte der Welt sein. Dann irgendein Content auf mein Patreon hochladen oder Instagram. Und erstmal hier Moneys. Warte, wo gehe ich jetzt? In den Notausgang. Und hier die Moneys maken. Du zahlst 40 Euro für Socken. Was wollt ich bei dir, Mann? Cafeteria. Wo ist hier der Notausgang? Ah, da. €40 für Socken. Ich glaube, es hackt. Schlechter geht's ja auch nicht. Oh, North. Mein Pimmel zeigt auch immer Richtung Norden, seitdem du da bist. Leute, ich bin so gut im Flirten, Mann. Ich bin so gut im Flirten einfach, das ist insane. Wieso kann er jeden umwandeln, den er berührt? Das können die Roboter, können sowas generell, aber er ist ein Korrupter, sag ich mal. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Easy, Digga, ich hau mir einfach einen aufs Maul. Hey, spielst du noch Poker?
Ey, Natsu, das machen wir, Mann. In einem Monat oder so habe ich Zeit. In so einem Monat, anderthalb, ich komm vorbei. Wir machen einen sexy Fotoshoot. Kümmere dich aber darum, dass dein Freund nicht im selben Haus ist, ey. Der wird eifersüchtig werden. Weiß ich nicht. Das geht niemals gut aus. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Erreiche ich den obersten. Oh, warte, ich soll die Tür prüfen? Was für Livestream, Digga. Ich werd gebannt. Warte, das soll ich jetzt auch so. Mein Freund macht mit noch schlimmer. Ey, ey, aber sagen wir, Balls don't touch ist alles in Ordnung. Ey, Ice Steve, man. Danke für die ganzen Bits, die du gerade droppst, Mann. Irgendwie wird mir das gerade nicht angezeigt, warum auch immer. Aber vielen Dank, Digga. Ich küsse dein Auge. Hä? Moment mal, was mache ich jetzt überhaupt? Warte, warum bin ich überhaupt hier? Da kommt sie. Was passiert? Hä? Ladies first? Ich mag's, wenn sie gefährlich leben. What is this? Für ein Cosplay? Geil. Okay, Chat, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Ich mach euch folgenden Vorschlag. Ihr wisst, dass ich in anderthalb Monaten Richtung Fulltime-Influencer gehen kann. Da haben wir nicht mehr so viele Bootcamps oder nicht mehr so viele Coachings, ja? Ihr könnt euch ein Cosplay aussuchen. Ich lasse es Natsu für mich machen. Sie muss mir den Preis sagen. Oder mein Donation Goal. Und dann zieh ich durch. Und dann zieh ich durch. Ich mach Umfrage. Ich zieh's durch. Inklusive erotischer Fotoshoot. Digga, wie viel Laser habe ich hier? Immer Sneaky Efe, Quatsch, ich bin besser als er. Natsu, bist du mit dabei? Bist du mit dabei? Kann ich mich auf dich verlassen? Easy. Fucking free, Edo. Okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Können sich nicht versorgen, aber Laser, ja. Achso. Aber ich muss den Code wissen. Digga, wer ist Bichamon? Sind wir hier bei Digimon? Nein, da kann ich euch gleich. Also, wenn wir bei Digimon sind, kann ich euch gleich Angewomon machen. Die finde ich wenigstens heiß. War ich als Kind schon immer heiß. Ich meine, sie war schon bereits halbnackt. Oh, eine Packung Thunfisch, geil. Dann mal los. Und Hot, sie hat eine Peitsche. Hatte sie echt eine Peitsche? Are you sure about that one? Bumm. Bumm. Und Polizeioutfit? Moment mal, wir reden beide. Achso, Bichamon, okay. Wollte ich gerade sagen. So, hä? Was für Angewohnmann mit Peitsche? Ne, ich mache nicht jetzt einen Strawpool. Ich werde es auf YouTube wahrscheinlich machen. Da können mehr Leute mitvoten. Weil jetzt ist Kacke, jetzt sind halt nicht so viele. Also im Vergleich zu dem, wenn ich sonst was anderes mache, nicht so viele Leute da.
auch schon wieder mich um die Wachen kümmern. Halt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Folgt mir. Marcus sind Menschen nicht so wichtig. North mag mich jetzt mehr, oder? Was machst du denn? Ruf die Zentrale! Schnell! Ihn kann ich opfern, das ist kein Problem. Er ist Roboter. Verletzt! Er ist nur verletzt, er ist nicht tot. Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Ey, Kili, danke für den Fünfer. Ich würde dich gerne als hübsche Frau gekosplayt sehen. Vergiss nicht, Götz zu rasieren. Ey, oh, oh, Moment! Moment, Leute! Bei den Sachen, die ich cosplaye, ohne Witz, nichts, wo man meinen Arsch sehen kann. Ich schwöre euch, den hab ich noch nie rasiert. Das ist der Amazonas, Leute. Wenn der echte Amazonas brennt, würden die meinen Götz dort hinstellen, damit er das ausgleicht. Never, Digga. Never. Ey, da müssen wir aber aufpassen. Ganz gefährliche Sache hier. Ganz gefährliche Sache. Aber ey, falls ihr es nicht wusstet, ich habe einen richtig juicy Hintern. Der ist richtig... So einen Hintern wollen Frauen gerne haben. Nee, auf dem Rücken habe ich eigentlich nicht so viele Haare. Wo ich sie sehen kann. Ich bin sehr behaart, aber nicht auf dem Rücken. Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Nein! Du hattest keine andere Wahl. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Stell dich vor, Josh. Wer ist Josh? Achso. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Das sagst du mir erst jetzt! Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Ey, ich kill nicht alles. Ich tue einfach das, was Marcus tun würde. Haut entfernen. Oh. Sag, wenn du bereit bist. Okay, Leute. Das hier ist jetzt ein wichtiger Schritt für die Geschichte der Roboter. Ihr dürft eins nicht vergessen. Ich werde mich so verhalten, wie Marcus es tun würde. Und Marcus ist Freiheit wichtig. Und dass die Menschen dafür büßen, für das, was sie mir angetan haben. Okay. Let's go. Bereit. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch... etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Mittel zur Vermehrung? I guess. Wir fordern die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes.
Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Lasst uns verschwinden. Fertiger. Ey, Moment, Moment, Moment. Ey, ganz ehrlich, wie heißt mein Charakter nochmal? Der ist so irrelevant, ich hab seinen Namen vergessen. Hier, George Lucas. George Lucas ist einfach jemand, der... Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn er stirbt, ist mir das auch egal. Ich habe meine Mittel bereits bekommen. Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn sie ihn finden, lesen sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hier bleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Ihn darf ich nicht erschießen. Du entscheidest. Nein, ihn nicht. Ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Warte mal. Moment, Moment. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Okay, töten. Tut mir leid, Simon. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Leute, wenn die ihn mitnehmen... Moment, Moment, denkt mal darüber nach. Wenn sie ihn mitnehmen, dann ist doch, sind doch alle Menschen, die ich davor umgebracht habe, nutzlos gestorben. Es hatte gar keinen Sinn, dass ich sie umgebracht habe. Denkt doch mal darüber nach. Ah, ich muss offen. Ah, für die Horde. Das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischen Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem... Was? Es gibt immer einen Weg, Mann! Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für andere. Fanden die Leichen zweier Opfer, ein Wachmann und einer unserer Kollegen, beide erschossen bei diesem Überfall, bei dem es sich anscheinend um einen terroristischen Anschlag handelt. Ich habe zwei Wachmänner umgebracht! Wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Ich habe zwei! Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Umgebracht. Ist ganz klar eine Kriegserklärung. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Androidproduktion übernehmen sollen, fällt dabei besonders auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Gott, die Forderungen werden jetzt von Terroristen gefordert. Digga, was für Terroristen, Mann? Ich spiele das Spiel durch, als würde ich in meinem Leben nichts anderes machen.